Wir kommen heute auf den Weg von Tallinn nach Frankfurt, nach Zürich. Und nein, die Reise ist in Zürich nicht zu Ende. Wir fliegen dann First Class und da nehme ich euch natürlich auch mit nach Brasilien, Sao Paulo. Ganz einfach. Ich hätte jetzt fast gesagt Südafrika und Johannesburg, aber das war ja die letzten Flüge. Und jetzt geht es zu einem neuen Ziel und da nehme ich euch mit. Ihr seht die Tram neben mir. Damit kommt man für 1,80 Euro an den Flughafen, eigentlich von überall aus Tallinn, vom Hilton Hotel, wo ich ja meistens übernachte. Eine wunderbare Lösung. Wer nicht mit dem Tram oder öffentlichen Nahverkehr fahren möchte, kann mit einem Bolt fahren. Das ist das estonische Uber. Liegt bei 2,30 Euro ungefähr, je nachdem, welche Größe man haben will und wenn nicht die Peak Hours sind. Und jetzt nehme ich euch direkt einfach mal mit und wir gehen rein in den wunderbaren Flughafen von dieser Tramstation. Also, bis gleich. So, willkommen im Flughafen. Der erste Stopp ist direkt hinter mir. Ihr seht die Mietwagenstation. Es gibt Sixt, es gibt Herz, also es gibt jeden, der das Herz begehrt. Also insofern, wenn ihr einen Mietwagen haben wollt und ihr kommt nach Tallinn für euren Trip, nehmt einen Mietwagen. Ganz wichtig. Aber denkt an die Öffnungszeiten. Aber ihr wisst ja immer, im Flughafen könnt ihr natürlich das ganz einfach droppen in den Briefkasten. Jetzt gehen wir aber wirklich zum Flughafen rein. Durch die hohle Gasse in Tallinn. Das ist ein schöner Gang, aber was das Geilste ist, und das ist für uns, die wir fliegen mögen, die Flugzeuge. Man sieht da vorne auf der Flight so viele Flugzeuge, zum Beispiel von Air Baltic, die A220er, dann sieht man die Austrian Airlines da hinten, dann sieht man noch ein paar unmarkierte A330er, hätte ich fast gesagt A320er auch, und vor allem auch 737er. Hier sind viele Flugzeuge geparkt. Immer ein Blick wert. Wenn ihr nach Tallinn kommt und ihr übernachtet im Hilton Hotel und ihr braucht einen neuen PCR-Test, weil ihr wisst ja, für Deutschland im Moment ist die Regelung 48 Stunden, wo ihr einen PCR-Test braucht. Estland braucht nur 72 Stunden. Gibt es direkt am Flughafen von der Firma Confido den Coronavirus-Test oder auch einen Rapid-Corona mit Antigen-Test. Ich zeige euch gleich einfach mal den Eingang, wo ihr reingehen könnt und das Ganze kaufen könnt. Der Corona-Test als solches kostet, glaube ich, 58 Euro plus 7 Euro, heißt also 65 nach Adam Riese. Also, lasst uns mal schauen. Hinter mir seht ihr den Automaten, da müsst ihr einfach eure Nummer ziehen und dann könnt ihr hier vorne direkt sitzen und werdet dann da vorne reingerufen und könnt dann euren Test bekommen. Nach dem Check-in geht ihr einfach nach rechts weg und ihr seht ja, hinter mir ist der Abflug. Denkt aber dran, wenn ihr in der Business oder in der First Class fliegt oder einen Status habt und Economy Class fliegt, den Senator oder einen anderen Starlines Gold Status, könnt ihr nach links den Fast Track benutzen. Ich werde ihn benutzen. Also bis gleich nach der Sicherheitskontrolle. Nach der SIKO geht es natürlich durch den Duty-Free wie jeder gute Flughafen. Hier gibt es sehr viele Sachen, sehr gut sortiert. Und natürlich für jeden, der mich kennt, der Larsen. Aber ich trinke ja keinen Cognac, also insofern bleibt der Larsen in der Plastikflasche hier. Wer in Estland ist, sollte natürlich auch lokale Spezialitäten probieren. Ich kann Juniperium empfehlen. Juniperium ist ein geiler Gin. Der wird hier gemacht, also eine super Sache. Es gibt verschiedene Sorten. Ich empfehle euch einfach den klassischen. Und was heißt Juniperium? Genau wie Juniper. Also ihr wisst, was es ist. Das ist der Hauptbestandteil vom Gin. Spitzenprodukt